Hallo und herzlich willkommen am Wachberg. Ich habe hier zwei ganz nette Herren neben mir, mit denen ich gerade einen schönen Rundgang gemacht habe, aber da habe ich jetzt da viel vorweggegriffen. Nämlich, kannst du dich vorstellen und noch einmal sagen, wo sind wir hier und wie kommen wir in diesen wunderschönen Ort? Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Kunst in Natur am Wachberg im Waldviertel, Nähe Gas am Kamp. Wie kommt man hierher? Über Tautendorf oder zu Fuß vom Buchberg? Das ist ganz gut zu wissen, weil ich war schon öfters da, es ist wunderschön, aber ich finde es immer wieder schwierig, aber das nächste Mal merke ich es mehr. Aber was ist der Wachtberg? Kannst du das Gelände beschreiben? Was macht es so einzigartig und was heißt Kunst in der Natur? Mhm. Ja, Kunst in der Natur gibt es seit 30 Jahren. Was macht den Wachtberg hier aus? Hier, das ist ein Gebiet von ungefähr 6 Hektar. Grund, die hier landwirtschaftlich, aber auch künstlerisch genutzt werden und auch die angrenzenden Wälder, die hier zur Verfügung gestellt werden, um hier Objekt- und Landschaftskunst zu etablieren. Und Landschaftskunst, was ist das? Land Art, was ist das Spezifikum zu anderer Kunst, die ich im Museum finde? Ja, Landart, wie der Name schon sagt, ist die Grundidee ist, mit Materialien aus der Natur, in der Natur zu arbeiten. Und das sind großteils eigentlich sehr flüchtige Arbeiten, die dann der Vergänglichkeit in der Natur auch ausgesetzt werden. Dementsprechend, hier haben schon sehr viele Arbeiten, sehr viele Künstler gearbeitet. Und vieles davon ist nicht mehr ersichtlich und ist auch gut so und ist Teil des Konzepts, dass hier auch die Natur wieder, das zurückgegeben wird und aus der geschaffen wird. Sehr spannend. Jetzt feiert ihr heuer, wir haben einen schönen Rundgang gemacht, ich habe das schon gesagt, ihr feiert heuer was ganz Besonderes. Kannst du sagen, worum es geht und dann eingehen, was für ein Rundgang war das und welche Highlights? Kannst du da kurz irgendwas zu den Arbeiten erzählen? Also es gibt das Symposium seit 30 Jahren, das heißt, gegründet hat es der Vater vom Gabriel und es gibt eine Kontinuität, dass Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt eingeladen werden, hier einfach zu arbeiten, eine bestimmte Zeit hier zu verbringen, auch gemeinsam sich auszutauschen, Netzwerke zu bilden und einfach dann in die Natur hinauszugehen und ihre Arbeiten herzustellen. Und wenn das Symposium zu Ende ist, dann werden sozusagen, meistens gibt es auch ein Konzert, so wie heute mit Otto Lechner, dann werden Künstlerinnen und Künstler und auch interessiertes Publikum eingeladen, gemeinsam diese Arbeiten zu besichtigen. Und wir haben heuer ganz spannende Arbeiten gesehen, ob die jetzt mit Stein gearbeitet haben, um einfach die Unvergänglichkeit der Natur zu repräsentieren oder ob mit ganz filigranen sozusagen Installationen im Wald gearbeitet wird, wo Tücher gehängt sind mit sozusagen Fotorama als Abbildungen. Wenn wir eine Audioinstallation hier betrachten können, uns hineinsetzen können in ein Rosenzelt und einfach Interviews von Menschen, die ihre Wünsche präsentieren. Und die Arbeit hat in Israel begonnen und wurde hier fortgesetzt. Das heißt, es ist ein ganz vielfältiges Spektrum von künstlerischen Arbeiten, die man jedes Jahr hier im Zuge der Symposien sehen kann. Und 30 Jahre ist natürlich etwas ganz Besonderes, weil welche Kunstinstitution in dieser Qualität besteht einfach so lang und noch dazu an diesem schönen Platz. Also es gibt hier Konzerte, es gibt auch andere Seminare und Workshops und es ist... Ich war das erste Mal 2003 her, also es sind auch schon 20 Jahre und es ist einfach unglaublich gewachsen und es ist eine Herzlichkeit hier vorhanden, einfach es ist ein Spirit hier auf diesem Platz, den gibt es halt sonst nirgends. Und das ist das Besondere hier im Wachtberg und darum bin ich immer wieder gern da. Also das kann ich nur unterschreiben, dass das wirklich sehr besonders hier ist und dass es wirklich immer wieder schön ist herzukommen. Die Frage ist nur, wo findet man Informationen? Seid ihr im Internet vertreten, könntest du kurz sagen, wo man das findet? Ja, es gibt eine Internetadresse, eine Homepage, die nennt sich kunstindernatur.at. Muss dazu sagen, die ist etwas rudimentär, also sehr viel ist da, es gibt Grundinformation. Sonst unter Facebook, Instagram, es gibt ein paar Medien, unter denen man das durchaus finden kann, wenn man danach sucht. Okay. Und sonst kann man sich natürlich auch gerne am Newsletter einladen, dann verschicken wir jährlich, wir machen ungefähr 4 bis 5, 6 Veranstaltungen pro Jahr. Und dazu wird dann ein Newsletter verschickt, 1, 2 Wochen davor. Okay.
Super, dann danke und dann wünsche ich uns allen noch ein schönes Konzert und einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Und danke für die Führung. Dankeschön. Danke.